Wenn ein Smartphone den gleichen Namen trägt wie ein bekannter Hersteller von Baumaschinen, dann weckt das ganz bestimmte Erwartungshaltung an dessen Stabilität. Ich bin Andi von notebooksbilliger.de und das ist das Cat S41. So, was nach dem Auspacken des Cat S41 natürlich sofort auffällt, ist hier hinten diese Plastikoberfläche, diese fast schon gummierte, griffige, ja, dieser gummierte, griffige Plastikpanzer, kann man schon fast sagen, der dafür sorgt, dass das Telefon eben aus 1,80 Meter Höhe, sagt Cat, herunterfallen kann, auf eine Betonoberfläche sogar, ohne dabei kaputt zu gehen. Wir sehen hier auch, dass die Kamera, der 13 Megapixel übrigens, soll auch für ein Cat-Phone ganz gute Bilder schießen. Da gab es ja in der Vergangenheit hin und wieder mal Kritikpunkte. Also, hier das Glas der Kamera ist ein Stück weit ins Gehäuse zurückversetzt, sodass die Linse nicht so leicht zerkratzt, wenn ihr das Telefon irgendwo hinlegt. Der Umlauf dieser Plastikpanzer zieht sich auch um die komplette Oberfläche des Telefons herum und bildet auch hier auf der Seite, bildet auch auf der Vorderseite am Displayrand so einen erhabenen Ring, sodass das Telefon niemals, wenn ihr es flach hinlegt, niemals auf dem Display zu liegen kommt, eben das Display nicht so leicht zerkratzt. Und natürlich, wenn das Ding mal runterfällt, wird es dadurch auch geschützt. So, wenn wir gerade beim Display sind, schauen wir uns das mal an. Wir haben hier ein 5 Zoll Display, Full HD, IPS, kann man nicht meckern, ist Standard, es ist scharf, es ist hell, gefällt mir sehr gut. Die drei Knöpfe hier unten, auch die weisen das Telefon natürlich gleich als Outdoor-Telefon aus, anders als bei anderen Herstellern, wo man jetzt hier irgendwelche Sensorfelder hätte oder irgendwelche anderen Lösungen. Baut Cat hier noch ordentliche Plastikklicker ein, die natürlich auch wahrscheinlich dafür sorgen, dass das Telefon wasserdicht ist. Auf der Unterseite, hier unter einer Abdeckung verborgen, wie alle Ports übrigens, alle Ports des Telefons sind von Gummi- bzw. Plastikabdeckung umgeben, sodass das Ding eben wasserdicht bleibt. Hier unten haben wir die Micro-USB-Schnittstelle zum Laden und zum Datenaustausch. Aber wo ich gerade Micro-SD sagte, wir haben hier nämlich, das finde ich sehr schön, auch unter einem Port verborgen, einen SD-Karten-Slot und zusätzlich, das ist heutzutage selten geworden, ein Dual-SIM-Slot. Das heißt, ihr könnt gleichzeitig zwei SIM-Karten und eine SD-Karte einbauen. Das finde ich wirklich schön. Diese orange oder goldene Taste ist von euch übrigens frei konfigurierbar. Cat sagt, dass viele seiner Kunden zum Beispiel dort eine Notruffunktion drauflegen, wenn man alleine im Gebirge oder so unterwegs ist, dass man gleich vom Rettungshubschrauber oder so angepeilt werden kann. Was ihr darauf legt, ist aber euch überlassen. Ich glaube, zurzeit habe ich da die Kamera draufgelegt. Auf der anderen Seite Standard hier, ne, der Ein-Ausschalter und der Knopf für die Displaysperre. Laut-Leise-Wippe, das war's. Und hier auf der Oberseite noch, wieder unter einer Abdeckung verborgen, wie alle Ports, der 3,5 mm Klinkenanschluss für die Kopfhörer. So, softwareseitig gibt es ein paar ganz interessante Sachen. Und zwar, ich habe ja schon, habt ihr vielleicht schon gelesen, das Telefon hat einen 5000 mAh Akku, wirklich, wirklich riesig. Und in Verbindung mit dem wirklich nicht sehr leistungsfähigen MediaTek Octa-Core Prozessor sollte das Telefon tatsächlich eine ganze Weile halten. Ihr könnt nämlich auch andere Geräte mit dem Cat S41 laden. Dazu schließt ihr hier einfach das von Cat Battery Share Kabel genannte Kabel ein und es ploppt schon ein Dialogfeld auf, das euch jetzt fragt, wie wollt ihr es laden, im Standardmodus oder im Schnellmodus. Im Standardmodus könnt ihr euer eigenes Telefon, also das Cat-Telefon, ganz normal weiter benutzen. Im Schnelllademodus liefert dann die Batterie nicht mehr genug Energie, um gleichzeitig ein anderes Gerät zu laden und das Cat mit Strom zu versorgen. Entsprechend schaltet sich das Cat-Phone dann aus. Ich sage mal hier Standard-Lademodus. Und jetzt geht es nämlich los. Jetzt könnt ihr hier nämlich sagen, wie viel Restenergie soll im Cat-Phone verbleiben. Dann schaltet das Ding automatisch nämlich die Ladefunktion aus. Der Standard sind hier 20%. Das heißt, ihr ladet das andere Gerät jetzt so lange, bis das Cat-Phone bei 20% Akkuladung ist und dann bleibt es dabei. Finde ich wirklich eine interessante Geschichte. So, und jetzt ist es eingeschaltet.
Ja, und das war's dann jetzt auch schon mit einem ersten Überblick über das CAT S41. Alles Weitere wird dann unser tiefergehendes Review zeigen. Bis dahin bleibt dran, abonniert unseren Channel, wenn ihr Lust habt, und bis zum nächsten Mal.